Enkel, für die tolle Rede. Hass macht hässlich, meine Damen und Herren. Stand da gerade wieder am Schaufenster der Ramelow-Butze geschrieben. Da wundert mich nicht, dass ich hier nur strahlende, hübsche Gesichter sehe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Die hässlichen sitzen woanders. Und eines der hübschen Gesichter jetzt hier links neben mir, Harald Frank. Ja, ich übergebe mal. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, hallo liebe Gera, sehr verehrte Gäste, liebe Freunde. Vor 14 Tagen stand ich hier das erste Mal an gleicher Stelle und durfte zu Ihnen sprechen. Es gab viel Zustimmung, vielen Dank dafür im Nachgang und nur einige wenige wirkliche ablehnende Kommentare. Einige davon waren allerdings auch sehr hässlich. Warum stehe ich heute wieder vor Ihnen? Ein wichtiger Grund ist, Sie sind ja auch wieder da. In genau der gleichen Anzahl, genauso interessiert, genauso willig, etwas zu ändern in diesem Lande. Und deswegen vielen Dank an alle Gäste, an alle, die heute Abend hier sind. Weil Sie und wir alle zeigen, wir wollen so nicht weitermachen. Denn wir sind das Volk und lassen uns davon auch nicht beirren. Der wichtigste Grund allerdings ist, es hat sich in den 14 Tagen nicht wirklich etwas geändert. Die Politiker entfachen einen Sturm im Wasserglas, drohen sich innerhalb der CDU-CSU-Fraktion mit außergewöhnlichen Maßnahmen und mit Verfassungsklage und scheitern dann einfach an Begrifflichkeiten mit der Koalition wie Transitzone oder Einreisezentrum. Die erste wichtige Botschaft ist, wir beherrschen die Situation nicht mehr. Deutschland, die Regierung, die Sicherheitsorgane sind nicht in der Lage, die Grenzen zu schützen und das Volk zu beschützen. In Europa herrscht das kollektive Staatsversagen. Sie alle hier auf dem Gera Marktplatz wissen das. Sie wissen vieles zur aktuellen Lage. Energiewende, Eurodesaster, Griechenland, Flüchtlinge. Jedes Ereignis einzeln ist eine Wahnsinnsherausforderung für unsere Politiker und für das ganze Volk. Zu vielen Fragen hat die Alternative für Deutschland eine Meinung. Anfangs wurden wir diffamiert als Einthemenpartei zum Euro. Wir wurden diffamiert als Klimaleugner. Wir werden scharf angegriffen wegen unserer auf dem Grundgesetz beruhenden Meinung zu Asyl und zu Aufenthalt in Deutschland. Wir seien Heuchler, weil wir uns für die Stärkung der direkten Demokratie und der Bürgerrechte einsetzen. Und wir werden als Nazis bezeichnet, weil die Altparteien und die Gutmenschen kein wirkliches Argument gegen uns haben. Das ist sehr, sehr schäbig. Im Frühjahr 2014 hat die AfD die politischen Leitlinien nach einer Mitgliederbeteiligung zusammengestellt. Darin steht in Punkt 15, die Einwanderungspolitik muss nach klaren rechtsstaatlichen Kriterien geordnet werden. Eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme, auch aus Ländern der Europäischen Union, lehnt die AfD strikt ab. Politisch Verfolgten im Sinne des Grundgesetzes ist Asyl zu gewähren. Als Gäste des Landes sollen Asylanten würdig behandelt werden und das Recht haben, ihr Auskommen selbst erarbeiten zu dürfen. Ich frage Sie und ich frage alle, die sich mit mir zu dem Thema unterhalten, was ist daran rechts? Was ist daran extrem? Was ist daran ausländerfeindlich? Wir sind nicht gegen Ausländer, aber wir sind gegen die Politiker, die uns und die Flüchtlinge in diese Lage gebracht haben. Und die Politiker, die jetzt versagen. Wir ziehen nicht vor das Wismut-Klinikum. Wir demonstrieren hier und gern mit Ihnen allen und vielen anderen am nächsten Mittwoch vor dem Landtag in Erfurt. Wir lehnen Gewalt gegen Flüchtlinge und gegen Menschen mit einer anderen Meinung kategorisch ab. Aber wir sind für die machtvolle Äußerung unseres Willens. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Asyl ja, aber auf dem Boden unseres Rechtsstaates. Und spätere Integration gern zu unseren Bedingungen. Genau. Übrigens, das erste Mal wurde ich 1976 als Faschist bezeichnet.
Wir hatten im Volleyball gegen die sowjetischen Soldaten vom Regiment nebenan gewonnen. Das war damals schon ein hohles Schimpfwort und es ist jetzt 40 Jahre später auch so geblieben. Inhaltsleer wird es benutzt, einfach um jemand anders zu verleumden, zu beschimpfen und zu denunzieren. Bei den großen Fragen geht es meistens um den Umgang mit Ängsten. Sozialwissenschaftler haben mal ein Grundlagenwerk geschrieben, das heißt interessanterweise Staatsmann, Demagoge, Amtsinhaber. Der Amtsinhaber verwaltet die Ängste so, wie sie sind, weil er nicht über sie reden will. Er ist unfähig und nicht willens, diese zu thematisieren. Der Demagoge reizt und weitet sie aus, um weiter Macht zu gewinnen. Der Staatsmann hingegen versucht, die Bürgerinnen und den Bürger freier zu machen, indem er dazu beiträgt, dass diese ihre Ängste überwinden können und es wagen, sich der Realität zu stellen. Und ganz aktuell, der große Staatsmann Helmut Schmidt sagte einmal, rate den Mitbürgern nicht das Angenehmste, sondern das Beste. So können wir ihn auch an diesem heutigen Tag in Erinnerung behalten und ehren. Eine Wochenzeitung hat getitelt aktuell, Frau Merkel, treten Sie zurück oder handeln Sie endlich. Ich kann mich denen im Namen unserer Partei und des Kreisverbandes und Ihnen allen sicherlich nur anschließen. Wenn wir aber rufen, Merkel muss weg, dann gibt es die Frage, wer danach? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Friedrich Hölderlin hat mal gesagt, und das ist vielleicht eine Hilfe, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wenn wir heute das Notwendige tun, wird sich morgen das Richtige finden. Wir müssen auch Hoffnung und Glauben in uns und in die Dinge, die wir bewirken wollen, mitbringen. Die zweite wichtige Block in meinem Vortrag ist, wir ziehen die falschen Menschen an. Wir setzen die falschen Signale. Beatrix von Storch sagt, unser Magnet wirkt in die falsche Richtung. Bischof Nehmeyer, das ist der Erfurter, der mit der verklemmten Lichterschau bzw. Lichterscheu am Erfurter Dom zitiert Papst Franziskus in seiner Rede jetzt am Montag mitmenschlich in Thüringen und sagt dort über die Flüchtlinge, das ist jetzt ein Zitat, wenn sie in ihrer Würde geschützt werden, zum Wohlstand und zum Fortschritt aller beitragen können, besonders wenn sie auf verantwortliche Weise Pflichten übernehmen gegenüber jenen, die sie aufnehmen, also uns, und das materielle und geistige Ende des Aufnahmelandes anerkennend respektieren, indem sie seine Gesetze befolgen und seine Lasten mittragen helfen. Auf diese neuen Bürger freue ich mich. Nur, wo sind sie denn? Wo sind die Integrationserfolge der bisherigen Masseneinwanderungen? Ist Deutschland attraktiv für die Leistungsträger aus Syrien, Afghanistan und aus dem Irak? Gehen die nicht lieber nach Amerika und nach England? Was bieten wir? Das beste Sozialsystem der Welt und eine unkontrollierte Willkommenskultur bis zur Selbstaufgabe. Sandro Witt, der Gewerkschaftsfunktionär, der immer unvermeidlich ist bei solchen Veranstaltungen, hat am Montag das folgendermaßen formuliert: Für uns spielt keine Rolle, wo jemand herkommt. Gefragt werde, wo willst du hin? Und wenn ich den Papst Franziskus richtig verstanden habe, würde der vermutlich fragen, was willst du hier? Warum stellt keiner unserer Politiker diese Frage? Im April 2015 schien schon eine Zahl von 300.000 zu erwartenden Asylbewerbern eine mittlere bis ganz große Katastrophe. Jetzt kommen jeden Tag fast 10.000 dazu. Jede Woche eine Stadt wie Weimar, jeden Monat eine Stadt wie Erfurt, jedes Jahr München und Hamburg? Fragezeichen. In Syrien und in der Türkei warten in Massenlagern jeweils 2 Millionen Menschen, für die sich die Situation nur verbessern kann. Die afghanischen Behörden haben innerhalb ganz kurzer Zeit 1 Million Pässe ausgegeben. Afrika südlich der Sahara hat einen jährlichen Geburtenüberschuss von ca. 30 Millionen Menschen.
Ist es das, was wir schaffen sollen, wenn unsere Kanzlerin auf diese Parole einschwört? In Brandenburg sind in einem Tag 600 Menschen aus Erstaufnahmen abgereist. Das Wort ist wirklich verwendet worden, abgereist. Seit Anfang September 7.000 von 17.000 Neuankömmlingen. Das sind über 40%. Wo sind die Flüchtlinge? In Schweden? Bei Verwandten? Oder schon im Dschihad? Anja Sigismund, eine Thüringer Ministerin, die aus Gera stammt, sagte mal, stand der TLZ, wenn Sie sich den demografischen Wandel ansehen, dann wird klar, dass wir in Thüringen Zuwanderung brauchen. Hören Sie sich bei den Unternehmern um, bei der IHK und bei der Handwerkskammer. Alle sagen, wir brauchen Auszubildende. Das stimmt soweit. Aber keiner sagt, wir brauchen Asylanten. Wir sollten uns vielmehr um unsere ausbildungsunfähigen oder ausbildungsunwilligen Jugendlichen kümmern. Und außerdem um die vielen Studienabbrecher und die vielen überflüssigen Abiturienten und dann Absolventen mit marktfernen Abschlüssen. Und zu den Ursachen des Bevölkerungsrückgangs gehört auch in Deutschland, in Europa, die ausufernde Abtreibungspraxis. Wer kann begründen oder gar rechtfertigen, dass wir in Deutschland jährlich 100.000 Mal zukünftiges Leben töten und dann nach muslimischen Hoffnungsträgern rufen? Und außerdem verlassen uns jedes Jahr ca. 140.000 Menschen, meistens Junge mit Kindern, gut ausgebildete Leistungsträger und damit auch die Hoffnung für die nächste Generation. Das Prinzip ist, Akademiker raus, Analphabeten rein. Ein schlechtes Geschäft. Roland Tichy war Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Er sagt dazu, den Zynismus der Wirtschaftsverbände kann ich nicht mehr hören. Sie schwärmen von den vielen zusätzlichen Arbeitskräften. Stimmt, sie picken sich ein paar besonders tüchtige und willige heraus, aber Hunderttausende werden im Sozialsystem abgeladen. So werden wieder die Gewinne privatisiert und die Lasten sozialisiert. Auf ihren, unser aller Schultern. Vorige Woche war hier eine Fachkonferenz im Komma über Jugend, Bildung, Ausbildung, Berufsabschlüsse. Frau Professor Rupp aus Ludwigshafen hielt einen Vortrag. Interessant war folgender Satz: Die Industrie 4.0, das ist also da, wo Maschinen mit Maschinen kommunizieren und Menschen fast schon überflüssig werden. Also Industrie 4.0 wird dazu führen, dass viele Arbeitsplätze entfallen oder sich zumindest dramatisch verändern. Ich wundere mich, so die Professorin, dass es draußen, also zum Beispiel hier, noch so ruhig ist. Dann müssen wir uns natürlich fragen, wozu brauchen wir dann noch Arbeitskräfte auf dem Niveau 1.0, wenn wir hier Sorge haben, dass wir 4.0 schaffen müssen. Anfang 2014 waren 5,5 Millionen junge Europäer arbeitslos. Dazu weitere 2 Millionen Jugendliche, die weder in Beschäftigung noch in Ausbildung waren. In Italien und Portugal erreicht die Quote der Jugendarbeitslosigkeit 40%. Wozu dann noch ein Heer von gering qualifizierten Mindestlöhnern, die wir uns hier einladen, willkommen heißen und dann nicht wissen, was wir denn machen sollen? Wozu dies alles, wenn wir selber die Probleme, die vor uns stehen, nicht lösen können? Eine Vergrößerung der Probleme ist keine Zukunft, ist kein Zukunftsmodell. Es kann schlicht keine sinnvolle Politik sein, ganze Bevölkerungsteile aus Afrika und Nahost direkt in unseren Sozialstaat zu importieren. Der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der kürzeste. Wir wollen keine Konfrontation mit dem Islam in Deutschland. Vor 2.500 Jahren hat Konfuzius, der alte Chinese, der alte Menschenkenner, hat gesagt, die Natur der Menschen lässt sie einander nah sein. Doch die Gebräuche
halten sie voneinander fern. Das Problem mit den Asylanten und Wirtschaftsflüchtlingen ist, dass sie ihre Kultur mitbringen. Das ist nämlich genau die Kultur, die bei ihnen zu Hause zu den Zuständen geführt hat, vor denen sie geflohen sind. In der Welt, die Zeitung Die Welt, am 3. November habe ich einen Artikel gefunden, eine kurze Passage, die ich Ihnen vorlesen möchte, und die hat mir so viel Angst gemacht, dass sie dann auch wieder den Mut gibt, sich hierher zu stellen und darüber zu sprechen. Die Einwanderung, Zitat, die Einwanderung muslimischer Türken nach Deutschland war wohl nur so etwas wie die Vorhut, also das, was wir in den letzten 30, 40 Jahren hatten. Die neue Einwanderung wird Europa auf eine harte Probe stellen. Da die meisten Einwanderer aller Voraussicht nach Muslime sein werden, steht ausgerechnet Europa vor der Aufgabe, den Islam konsequent mit der Welt kompatibel zu machen. Das klingt vermessen, muss es aber nicht sein. In Europa hat man das Zeitalter der unversöhnlichen Glaubenskriege hinter sich gebracht. Europa könnte daher das Zeug haben, dem Islam auf europäischem Boden sein glaubenkämpferisches Potenzial abzugewöhnen. Man muss nur im Süden Frankreichs durch Städte der Provence mit ihren fast feindlich abgeschlossenen muslimischen Vierteln und Läden gehen, um eine Ahnung davon zu bekommen, wie schwer das werden wird. Und genau das will ich nicht. Ich brauche diese Bereicherung nicht. Ich will bei diesem gefährlichen Experiment nicht mitmachen müssen. Ich möchte dies auch meiner Familie und den Nachkommen ersparen. An solch einer Aufgabe kann man nämlich nur scheitern. 1683 hat sich Europa vor Wien siegreich vereinigt gegen den vorrückenden Sultan. Deshalb müssen wir jetzt um unsere Zukunft kämpfen. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft dazu. Aktivieren Sie Ihren Nachbar, Ihren Cousin, Ihre Nichte. Am Stammtisch werden wir keine Veränderung erzwingen können. Und wie auch das letzte Mal, bitte keine Gewalt. Lasst euch nicht provozieren, keine Schmähungen, keine Hetze, nicht den falschen Propheten nachlaufen. Das ist nicht unser Stil, nicht unsere Kragenweite. Denn wir sind die Guten, wir achten die Gesetze, wir sind das Volk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.